Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und wir unterhalten uns über erfolgreich wünschen. Und heute wollen wir uns mal das Gesetz der Resonanz ein bisschen anschauen. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Und was passiert da eigentlich genau? Wie können wir denn die richtigen Resonanzfelder erzeugen? Und am Ende des Videos solltest du eine Ahnung davon haben, wie auch du dein perfektes Resonanzfeld aufbauen kannst. Aber bevor wir darüber uns unterhalten, möchte ich mich erstmal bei euch recht herzlich bedanken. Wir hatten ja ein super gutes, tolles, außergewöhnlich großes Seminar und ein erfolgreich wünschen Seminar. Und ich bedanke mich für alle, die dabei waren. Und für mich war das ja faszinierend zu sehen, als ich gefragt habe, sag mal, wer hat denn so schon mal so ein YouTube-Video von mir gesehen? Und dann fast der ganze Saal die Hand hob. Das war fantastisch. Und dann, wer ist denn zum Seminar gekommen, weil ihr diese YouTube-Videos von mir euch anschaut? Und dann auch fast der ganze Saal die Hand hob. Also fantastisch. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen für diese Treue und für dieses Interesse und dass wir so eine Familie geworden sind. Fantastisch. Und ich freue mich auch total wieder auf das nächste Seminar, wenn wir wieder ein Get-Together machen und wir uns wiedererkennen und uns umarmen und austauschen und reden und quatschen. Und wahrscheinlich habt ihr auch gemerkt bei diesem Seminar, und das war ja das Fantastische, ja, ich bin einfach da. Ich bin schon in der Früh da und mittags und abends und man kann mit mir reden und man kann sich mit mir unterhalten und ich unterzeichne alles, also außer Alimente und Checks, aber alle Bücher, auch die Bücher, die ihr mitgebracht habt. Und ich bin für alle Fragen da. Also für mich war das ein wundervolles Erlebnis und vielen Dank für die vielen, vielen Mails, die ihr mir geschickt habt, wie wundervoll es auch für euch war. Ja, wenn wir alle eins sind, wenn wir unser Männlichen aufmachen, wenn wir uns zeigen, das bin ich, so funktioniere ich oder diese Sehnsucht habe ich, diese Hilfe benötige ich und wir feststellen, dass wir nicht alleine sind, sondern so viele auch im gleichen Boot sitzen und auch Hoffnungen und Sehnsüchte haben und die ganz ähnlich von sich mit unseren Sehnsüchten tatsächlich nicht nur vermischen, sondern fast identisch sind. Also wir sind nicht alleine und das ist natürlich wundervoll, wenn man das spüren darf. Und wenn man feststellen darf, Leben funktioniert so. Da gibt es Höhen und Tiefen und in der Tiefe braucht man Freunde, braucht man Gleichgesinnte, braucht man Verbündete und die sind da. Wir müssen sie nur finden. Und an diesem Wochenende haben sich unglaublich viele Freundschaften gebildet. Wundervoll. Also einfach fantastisch und ich kann nur sagen, ich bedanke mich dafür. Und auch ganz viele waren ja dabei von Happiness House, auch das grandios und ganz viele sind jetzt neu dazugekommen nach diesem Seminar bei Happiness House. Ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Familie und zwar eine Wahlfamilie. Das ist fast noch besser, weil wir da nicht einfach jemand vorgesetzt bekommen, sondern wir wählen frei. Also vielen, vielen Dank. Ich bin immer noch sehr beseelt und berührt und ich bin auch immer noch sehr beseelt und berührt darüber, wie offen ihr euch einlasst und wie sehr ihr auch bereit seid, in die eigenen Tiefen zu gehen, die eigenen Schattenbereiche anzuschauen und diese gemeinsam mit mir und Michaela zu transformieren. Also vielen Dank. Es ist ein großes Geschenk für uns, dass wir das alles machen dürfen. So, jetzt kommen wir aber zum Gesetz der Resonanz. Und zwar, wir sind ja, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt denn unsere Regel? Ein bisschen Physik haben wir gemacht, den Verstand überzeugen. Genau so heißt es, die Regel Nummer 4 in dem Buch Erfolgreich wünschen 3.0. Und wir haben schon ein bisschen was darüber gehört, über ein bisschen Physik, was wir da sozusagen die Wissenschaft alles herausgefunden hat. Und wir haben natürlich über das erste Gesetz, also erstens das Gesetz der Energieerhaltung, darüber haben wir ganz viel gesprochen. Und heute wollen wir uns mal das Gesetz der Resonanz anschauen. Das Gesetz der Resonanz. Es besagt, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. Ungleiches dagegen stößt sich ab. Gleiches wird durch Gleiches sogar verstärkt. Es resoniert. Wir kennen das vom Klavier. Schlägt man eine Saite an, beginnen die gleichgestimmten Saiten ebenfalls zu schwingen, während andere auf eine andere Frequenz gestimmte Saiten davon vollkommen unberührt bleiben. Unsere Gedanken, wissen wir ja, haben wir ja festgestellt, sind ebenfalls Energien, die auf einer ganz bestimmten Frequenz schwingen.
Was immer wir also denken, wir bringen Gleichschwingendes in Bewegung. Dies funktioniert natürlich auch umgekehrt. Alles, was dort draußen in der Welt mit unseren Gedanken gleichschwingt, bringt auch uns in Bewegung. Unsere Gedanken sind wie unsichtbare Magnete, die all das anziehen, was ihnen ähnlich ist. Warum bekommen gerade die, die bereits am meisten haben, noch mehr dazu? Klar, weil sie so denken. Weil in ihrer Gedankenwelt nichts anderes existiert. Weil sie in der Schwingung von Reichtum leben. Erfolg zieht Erfolg an. Unglück, noch mehr Unglück. Wenn wir verliebt sind, läuft zusätzlich zu unserem Liebesglück auch noch alles andere besser. Natürlich, weil wir die Welt mit positiven Augen betrachten. Positive Gedanken erschaffen eine positive Welt. Alles scheint uns nun zu gelingen. Unsere Sätze lauten nun: Ich bin so glücklich. Die ganze Welt liegt mir zu Füßen. Alles geht gut. Und tatsächlich, die Welt liegt uns wirklich zu Füßen, weil der Kosmos auch diese Sätze auffängt und bearbeitet. In dem Moment jedoch, wo wir unsere Meinung ändern und uns nicht mehr von Liebe getragen fühlen, betrachten wir die Welt kritischer und unsere Glaubenssätze lauten nun anders. Er liebt mich nicht. Sie betrügt mich bestimmt. Mich kann man auch gar nicht lieben. Ich bin nicht schön, ich fühle mich klein und hässlich, die ganze Welt ist gegen mich. Und entsprechend der Veränderung unserer Glaubenssätze wird sich innerhalb kurzer Zeit das Erleben komplett ändern. Man bekommt die Bestätigung seiner Gedanken, ohne zu wissen, dass man selbst der wahre Verursacher ist. Wenn wir uns einmal einen Tag lang beobachten, können wir feststellen, wie viele solcher Befehlssätze wir doch fast ständig innerlich aussprechen. Schwingung ist Schwingung und resoniert mit unseren Gedanken und Einstellungen. Das gilt natürlich für alle Bereiche, ob positiv oder negativ. Schwingt etwas vollkommen anders als wir, werden wir es überhaupt nicht wahrnehmen. Was aber nicht bedeutet, dass es für andere Menschen ebenfalls nicht gibt oder dass es generell nicht existiert. Für uns ist das unglaublich wichtig zu wissen. Also, alles, was wir denken, jeder einzelne Gedanke ist pure Energie. Diese Energie kann man messen in unserem Körper, aber auch außerhalb von unserem Körper. Das bedeutet, sorry, aber wir behalten unsere Gedanken nicht für uns. Alles, was wir denken, senden wir aus. Alles. Wir können also nicht entscheiden, okay, diesen Gedanken behalte ich für mich und diesen Gedanken sende ich aus. Nein, wir senden alle Gedanken aus, immer, beständig, Tag und Nacht. Das bedeutet, wir bauen beständig ein Resonanzfeld auf. Ein Gedanke geht hinaus in die Welt, hat eine eigene Frequenz, eine Eigenschwingung. Und nach dem Gesetz der Resonanz sucht sich diese Frequenz, eine Frequenz, die mit ihr resoniert, die in Harmonie ist, also die ebenfalls zum Schwingen gebracht wird. Alle anderen Frequenzen, die ebenfalls millionenfach da draußen herumschwirren, werden davon nicht berührt. Die merken das nicht einmal. Das ist wie, wenn wir ein Radio haben und dann drehen wir doch am Sender hin und her. Da gibt es im Radio doch eigentlich tausend andere Sender. Aber wir bestimmen die Frequenz, was wir gerade hören wollen. Klassik, moderne Musik, Jazz oder ein Hörspiel. Millimeter. Entfernt ist schon die nächste Frequenz und wir hören was komplett anderes. Und genauso ist es mit der Gedankenkraft, die wir aussenden. Wir senden die aus, hat eine eigene Schwingung. Diese Schwingung trägt Informationen, Emotionen, Überzeugungen, Meinungen. Das senden wir aus.
Und jemand, der auf dieser Frequenz ist, der sein menschliches Rädchen an seinem persönlichen menschlichen Radio so eingestellt hat, der kann genau diese Frequenz, diese Energie empfangen. Und darauf reagiert er. Natürlich hört er das jetzt nicht wie bei einem Radiosender, aber er spürt es. Es beginnt zu resonieren und plötzlich entsteht in anderen Menschen etwas Intuitives. Menschen kommen in unser Leben, Gleiches zieht Gleiches an, haben wir ja gehört. Und plötzlich, wir denken an jemanden und plötzlich treffen wir ihn auf der Straße. Mein Gott, ich habe ja gerade an dich gedacht. Und da ist er. Und dann sagen wir, so ein Zufall. Ist das wirklich ein Zufall? Nein. Wir denken an jemanden und das Telefon läutet. Das ist ja lustig. Ich habe jetzt gerade... Ist das wirklich Zufall? Die Wissenschaft sagt nein. Sondern Gleiches zieht Gleiches an. Und dementsprechend bauen wir natürlich ein Resonanzfeld um uns herum auf. Dieses Resonanzfeld verbreitet sich und sucht Resonanzfelder, die gleich schwingend sind und, ich habe es in der letzten Folge schon erklärt, harmoniert miteinander. Und plötzlich hören wir Situationen, sehen Situationen, nehmen an Dingen teil, die vorher unmöglich waren. Und plötzlich nehmen wir Dinge wahr, die vielleicht schon immer da waren, aber nicht für uns. Sie waren jenseits von unserer Wahrnehmung. Und plötzlich sehen wir es. Wow! Und plötzlich verändert sich unsere Welt. Das Gesetz der Resonanz ist sehr leicht zu verstehen. Leider ist es auch so, dass es dem Gesetz der Resonanz vollkommen egal ist, ob unsere ausgesandten Gedanken uns förderlich sind oder uns hindern, uns bremsen. Oder sie ganz toll für uns sind, spielt keine Rolle. Das, was wir beständig aussenden, und beständig aussenden tun wir hauptsächlich unsere Überzeugung, weil das machen wir nämlich auch, wenn wir nicht ganz bewusst wünschen und affirmieren, sondern die tragen wir ja ständig mit uns herum. Auch die senden wir aus. Wie gesagt, wir senden ja alle Gedanken aus. Also auch das senden wir aus. Und damit bauen wir tatsächlich, also bauen ist mal in Anführungszeichen, damit bauen wir unser Umfeld auf. Und zwar, indem wir einfach Dinge in unser Leben einlassen. Menschen, die uns begegnen. Denke ich, ich bin ein Idiot, werde ich mit Sicherheit viele Menschen finden, die mir genau das bestätigen. Mein Gott, bist du doof. Und dann sage ich, ja, das habe ich mir gleich gedacht. Genau, habe ich mir gedacht. Diese Gedanken habe ich immer und immer wieder in die Welt hinaus posaunt. Nicht laut, aber die Frequenz habe ich ausgestrahlt. Und wenn du wissen möchtest, was du eigentlich für ein Resonanzfeld aufbaust, dann schau einfach mal ein bisschen so um dich herum und schau, was begegnet dir denn gerade so zurzeit in deinem Leben und wie sieht dein Leben generell aus. Dann weißt du, welche Überzeugungen du in dir trägst, welche Meinungen du beständig in dir hast, aber auch ganz oft auch äußerst. Und dann weißt du sehr genau, was du vorrangig in deinem Leben denkst. Und natürlich möchtest du gerne da rauskommen. Natürlich sagst du, ja, aber ich affirmiere doch schon und ich setze mich auch wirklich hin jeden Tag und 10 Minuten und vor dem Einschlafen und morgen beim Aufwachen, all das, wie du gesagt hast. Aber überlege mal all das, was denkst du denn normalerweise über dich, wenn du nicht denkst? Welche Meinungen hast du da? Die Welt ist schwer oder oh, jetzt dann der Brexit und die Weltwirtschaftskrise und die Kriege und jetzt kommt auch noch die Zölle und das wird immer schlimmer werden, wenn du das denkst. Dann baut sich ja nicht nur kollektiv die große Welt auf, sondern auch deine Welt. Und du wirst ganz viele Menschen in deinem Umfeld plötzlich haben, die genauso denken, die genau dich darin bestärken. Ja, das wird ganz schlimm werden. Wenn du dagegen denkst, ja, aber es gibt für alles eine Lösung und mein Erleben ist wundervoll. Und du in diese Gedankenkraft immer und immer wieder hineingehst, wirst du ein Umfeld haben, die dich ebenfalls darin bestärkt und plötzlich wirst du Lösungen für dein Leben finden. Da kann es da draußen vielleicht tatsächlich gerade stürmen, aber du hast ein Umfeld geschaffen, wo Gleichgesinnte mit dir Lösungen finden, damit es dir gut geht und natürlich deinem Umfeld gut geht. Deswegen ist es für uns so wesentlich, dass wir das Resonanzfeld super gut verstehen, denn das Resonanzfeld, das wir aufbauen,
ist eins der wichtigsten Instrumente und Werkzeuge, mit denen wir unser Erleben erschaffen. Und toll wäre es, wenn du dir einfach mal für dich so ein bisschen notierst, okay, wie sieht meine Welt, in der ich jetzt lebe, gerade aus? Also was habe ich mir denn eigentlich so in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren so geschaffen? Bist du Single? Lebst du alleine? Lebst du in einer Familie? Bist du glücklich in der Partnerschaft? Bist du glücklich im Beruf? Hast du genügend Geld? Also wie sieht das so aus? Wie sehen deine Freunde aus? Welche Meinungen haben deine Freunde? Worin bestärken die dich oder bremsen die dich eher? Verhöhnen die dich? Finden die dich gar nicht so toll? Du musst du unglaublich strampeln, um geliebt zu werden. Also all das, was musst du alles tun? In der Ebene, in der du jetzt gerade lebst. Und wenn du das mal so ein bisschen aufschreibst, und darüber so ein bisschen reflektierst, okay, was hat das denn mit meinen Gedanken zu tun? Denke ich denn auch ganz ähnlich oft auf diese Weise? Dann hast du den ersten größten Schritt überhaupt getan, dass du mal den Zusammenhang zwischen deinen Gedanken und dem, was gerade außen um dich herum passiert, indem du diese Verbindung geschaffen hast, ist der erste größte Schritt überhaupt. Denn die Erkenntnis, meine Gedanken haben tatsächlich etwas damit zu tun, was ich erlebe, ist enorm. Und natürlich auch umgekehrt. Das, was ich außen erlebe, hat einen ganz starken Einfluss auf meine Gedanken. Meistens verstärkt sich das gegenseitig. Meistens ist es so, dass wir denken etwas und wir wollen natürlich Recht haben, wir wollen ja nicht Unrecht haben. Also wenn ich in einer gewissen Weise denke, immer noch mal so hier einen Satz, den ich gerade vorhin vorgelesen habe, sie betrügt mich bestimmt. Also wir sind in einer Partnerschaft und wir wissen genau, ach, die wird nicht treu sein, die wird heimlich und ich weiß davon nichts. Also dann gehen wir in diesen Gedankengang hinein. Dann werden wir natürlich immer mehr in diese Abwärtsschleife hineingehen. Und werden immer mehr an dem Erleben dieser Gedankenkraft arbeiten. Wie wir das tun? Nun, also, wir denken, sie betrügt mich. Oder er betrügt mich. Also, mein Partner betrügt mich. Ganz bestimmt, er sagt es nichts. So, wir bauen diese Meinung auf. Wir werden uns also in der Partnerschaft schon mal a priori nicht mehr offen und bereit zeigen, sondern wir sind schon voller Vorbehalte. Wir sind voller Argwohn. Wir haben schon mal eine große Wand zwischen uns gestellt. Die Wand lässt dann nicht mehr Achtung, Anerkennung, Wohlwollen, Liebe, Zuneigung, Nähe zu, weil wir glauben, das stimmt gar nicht. Die Nähe ist ja gar nicht, sondern da wird was verheimlicht. Wir reden mit Freunden darüber. Mit welchen Freunden reden wir darüber? Mit Sicherheit nicht mit solchen, die eine ganz andere Meinung haben. Die sagen, nein, niemals. Bah. Die beste Partnerschaft ist und ach, du redest dir was ein. Nein, wir werden wahrscheinlich mit Freunden reden und werden, wenn wir diese Meinung haben, mit Sicherheit sogenannte Freunde in unser Leben ziehen oder uns mit ihnen austauschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ja klar, ach du, komm doch. Weiber können doch nicht treu sein. Ach, Kerle, ich weiß doch, Kerle, die sagen doch, das genetische Material muss überall verstreut werden. Also wir werden lauter solche Sätze hören, die uns das bestätigen. Wir bauen immer mehr an diesem Feld. Unser Partner kann bis dahin noch immer absolut treu sein, aber der merkt, dass da immer mehr eine größere Wand ist. Vielleicht kommt noch Eifersucht dazu. Wir reflektieren nicht einmal darüber, warum denke ich so. Mit Sicherheit gibt es ja einen Ursprung. Entweder hatten wir schon mal Partnerschaften, wo wir es mit Untreue zu tun hatten, oder wir kennen sogar so etwas schon aus der Ehe unserer Eltern, wo das vorgelebt worden ist und wo wir Sätze gehört haben wie der Liebe kann man nicht trauen, etc. etc. Also es gibt eine Vorgeschichte und die hat nur mit uns zu tun. Aber das, was es mit uns zu tun hat, mit unseren Gedanken, mit dem, was wir meinen über die Partnerschaft, ziehen wir natürlich auch eine dementsprechende Partnerschaft an. Nun haben wir auch natürlich noch in uns dieses, sie betrügt mich, er betrügt mich. Dann kann es sein, dass wir tatsächlich schon einen Partner haben, der für diese Elemente vielleicht auch ein bisschen für Unruhe sorgt.
Denn jemanden, der absolut offen und ehrlich und aufrichtig ist in unserer Partnerschaft, der würde ja in unser Resonanzfeld schon mal gar nicht reinpassen. Aber nehmen wir mal an, unser Partner ist immer noch super treu. Aber wir sind es nicht mehr. Wir haben längst die Treue verlassen. Wir sind längst ausgestiegen. Wir trauen unserem Partner nicht mehr. Das ist auch Untreue. Wir sind schon längst weg. Wir sagen es aber nicht. Wir verheimlichen es ja. Oder aber wir zeigen Eifersucht. Und wir behaupten, komm, sei doch mal ganz ehrlich, der gefällt dir doch. Komm, die, ich weiß doch Bescheid, die ist doch... Wir bringen diesen Zwist immer mehr und immer größer und immer mehr. Und aus meinen Seminaren heraus weiß ich natürlich ganz viel darüber, wie solche Dinge entstehen. Und tatsächlich höre ich dann ganz oft, wenn er mir schon das dauernd unterstellt, wenn sie schon dauernd das behauptet, dass ich das tue, dann kann ich es ja auch tun. So, jetzt hast du es. Das heißt, ganz oft ist es so, dass wir auch gedanklich den Partner sogar dahin drängen, dass er es endlich tut. Und wenn es dann stattfindet, sagen wir ja, ich habe doch recht gehabt. Ja, du hast recht gehabt. Aber willst du recht haben? Ja, du willst recht haben. Deswegen suchen wir nur Gleichgesinnte. Wenn du meinst, ein Partner kann nicht treu sein, der Liebe ist nicht zu trauen, man kann doch nicht so lange mit einem einzigen Partner im Bett zufrieden sein, wenn du diese Meinung hast, wirst du so lange daran basteln, bis dein Umfeld genau so gebaut ist und bis deine Partnerschaft exakt so gebaut ist. Und du dann sagst, habe ich gewusst. Immer passiert mir das Gleiche. Genau. Immer passiert dir das Gleiche. Und letztendlich haben wir nichts anderes getan, als die Gedanken beständig ausgesandt. Wir haben ein Resonanzfeld aufgebaut. Wir haben uns Gleichgesinnte gesucht, die das bestätigen. Und wenn wir von vornherein in uns haben, der Liebe ist nicht zu trauen, haben wir vielleicht sogar einen Partner in unser Leben eingelassen. Wir haben uns in den verliebt, der ja unser Gegenstück ist, unser perfektes Gegenstück ist und der uns dann vielleicht auch zeigt, ja, der Liebe ist nicht zu trauen. Deswegen, es ist unglaublich wichtig für uns. Das ist eins der wesentlichsten Schritte beim Wünschen überhaupt oder wenn wir Ziele verwirklichen wollen, dass wir erkennen, dass es eine ganz starke Verbindung gibt zwischen Gedanken, Emotionen und dem, was wir erleben. Und alles drei unterstützt sich und nähert sich ständig gegenseitig. Erlebst du etwas, dann schreib das mal auf, was du gerade erlebt hast und was hast du davor gedacht und welche Emotionen hast du davor gehabt. Nehmen wir mal an, du stößt dir den Fuß. Boom! Ah, so. Okay, Uhrzeit aufschreiben, schreib dir auf, ich habe mir den Fuß angestoßen. Und jetzt überleg mal, was habe ich denn gerade vorher gedacht? Welche Emotionen habe ich gehabt? Und dann wirst du feststellen, dass es eine Verbindung gibt. Das kannst du ein paar Mal machen. Du kannst es auch umgekehrt machen. Du kannst auch dir aufschreiben, was du gerade denkst und welche Emotionen du hast. Und dann schreib dir auf, was so in der nächsten Stunde gerade passiert. Wir haben einen direkten Einfluss auf das Erleben. Einen ganz konkreten, direkten Einfluss. Und wenn wir das erkennen, dann können wir unser eigenes Erleben, dann können wir unsere Welt beeinflussen, lenken, führen, so wie wir sie wollen. Das bedeutet aber auch, dass du Verantwortung übernehmen musst und darfst für das, was bisher geschehen ist. Du bist verantwortlich dafür, dass du diesen Partner hast. Super. Du bist verantwortlich dafür, dass du dieses Umfeld hast. Du bist verantwortlich dafür, dass du diese Freunde hast. Die hast du geschaffen. Die wolltest du. Die kommen nicht so in dein Resonanzfeld, wenn du ein anderes Resonanzfeld hast. Deswegen ist auch zum Beispiel, wenn wir Ziele wünschen, nehmen wir an, wir wünschen uns Geld und wir wissen, Tante Erna hat unglaublich viel Kohle. So, dass wir uns dann von Tante Erna das Geld wünschen, ist ein vollkommener Schmarrn. Denn vielleicht hat Tante Erna ganz andere Pläne und deren Resonanzfeld ist komplett anders. Dann bauen wir unsere Energien und Gedanken immer bitte schön in zur Tante Erna hin. Die merkt davon gar nichts, wenn sie auf einer anderen Frequenz schwingt. Das rauscht an ihr vorbei. So wie bei uns. Gerade 10.000, Millionen, tausendfache andere Filme, Radios,
Musiken, Vorbeirauschen, Dramen, alles rauscht vorbei. Vom Universum, also von dem ganzen Frequenzfeld, von diesen Millionen von Menschen, werden uns jetzt in der Sekunde unglaublich viel angeboten an Dramen, die wir einsteigen könnten, an wundervollen Lieben, die wir einsteigen könnten, Geld, Materie, alles. Wenn wir aber nicht das Frequenzfeld haben von ich bin reich, alles steht mir zu, Geld fliegt mir zu, etc. Also nicht die Affirmation, sondern die Überzeugung haben. Dann rauscht es an uns vorbei, das nehmen wir gar nicht wahr. Wir sind gerade auch im anderen Sender. Unser Sender heißt vielleicht gerade, die Reichen schieben sich immer nur alles gegenseitig zu. Dann rauscht es an uns vorbei, bis irgendwo ein anderer kommt, hallo, her mit dem Geld. Und der hat die richtige Frequenz eingeschaltet und der bekommt die Informationen. Und der weiß plötzlich, wo, wie, wann. Und plötzlich hat der Geld. Der hat einfach nur den richtigen Sender eingestellt. Nichts anderes tun wir mit unseren Gedanken, mit unserem Resonanzfeld. Wir stellen einen Sender ein. Und die Frage ist nur, was für einen Sender stellst du ein? Also was für ein Video, wo du der Hauptdarsteller bist? Was für ein Film, wo du deine Mitspieler gerade ordnest, möchtest du haben? Und das tust du mit deinen Überzeugungen, mit deiner Meinung, mit dem, was du ständig und immer wieder denkst. Nicht die 10 Minuten, wo du wünschst. Ich bin liebenswert, ich bin liebenswert, ich bin liebenswert. So, und dann stellst du dich vom Spiegel und sagst, ach du Kacke, wie ich aussehe. Nee, das wird ja nichts. Oh, ach nee, oh ja, nein, meine Güte, nee. So, das ist deine Überzeugung. An deiner Überzeugung musst du arbeiten. Das baut das Resonanzfeld auf. Wir werden noch ganz viel darüber sprechen. Heute würde ich dich nur darum bitten, dass du mal eine Woche lang ganz intensiv beobachtest. Gedanken, Emotionen, Erleben. Diese drei. Egal, was gerade bei dir auftaucht. Eine Emotion. Okay, was habe ich denn gedacht, dass diese Emotion entsteht? Und was erlebe ich gerade? Oder was erlebe ich gerade, damit diese Emotion entsteht? Oder was erlebe ich, damit ich das denke? Irgendein Bild siehst du und dann kommt ein Erinnerungsfetzen. Genau, und dann bist du mittendrin. Du hörst ein Lied, also du erlebst etwas und diese Musik erinnert dich, eine Emotion kommt hoch und der Gedanke kommt hoch und der schafft etwas. So, also bitte beobachte das mal jetzt so die nächste Woche. Ganz intensiv und bitte schreib in die Kommentare ganz viel hinein, was du dabei entdeckst, was du für dich entdeckst. Lass es uns wissen. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, du dieses Video magst, dann teile es. Gib mir einen Daumen nach oben und teile es allen anderen mit. Hey, da ist ein Video. Wir können mal zusammen alle ein Spiel machen. Wir machen mal ein Gedanken-Emotion-Erlebnisspiel. Das ist der erste, wesentlichste, wirklich große Schritt, um dein Leben zu beeinflussen. Wenn du diesen Zusammenhang nicht nur jetzt hier oben rational, habe ich verstanden? Nein. Wenn du das hier wirklich tief spürst, dann betrittst du eine neue Wahrheit, nämlich deine eigene persönliche Wahrheit und erkennst, du bist der Meister deines Lebens. Und damit kannst du jetzt beginnen. Jetzt ist der beste Moment dafür. In diesem Sinne, du weißt ja, ich helfe dir dabei. Alles Liebe. Dein Pierre.